Spiel ist vorbei. Bielefeld hat tatsächlich das 3-0 aus der Hand gegeben. Das Spiel ist am Ende 3-3 ausgegangen. Auf der Tribüne waren die Fangesänge doch sehr negativ am Ende. Deutliche Ansagen und Forderungen der Fans. Ich frage jetzt einfach mal nach, wie die Stimmung hier im Zug ist. Ich sehe viele niedergeschlagene Gesichter. Die ersten Minuten, die waren ja wirklich gut und da hat es auch Spaß gemacht zuzugucken, aber zum Ende hin war es einfach nur noch, wollte man gar nicht mehr hingucken, weil die sich gegenseitig den Ball abgenommen haben und man wirklich einfach nur noch wollte, dass es zu Ende ist und einfach kein Gegentor mehr fällt und man hat nur noch gehofft und gebangt. Ich glaube jetzt nicht, dass es unbedingt am Trainer lag, wenn die ganze Mannschaft gefühlt nach 20 Minuten aufhört zu spielen. Also so bleiben kann es ja nicht. Würdest du auch zum nächsten Auswärtsspiel wieder fahren? Ja. Das heißt, auch wenn es frustrierend ist, weiter Daumen drücken und dran glauben? Oder was ist das, was uns noch bleibt? Ich war schon in der dritten Liga bei Auswärtsspielen. Ich kann auch wieder hinfahren, ne? Aber Spaß macht es natürlich nicht, abzusteigen. Aufgeben darf man auf jeden Fall noch nicht, aber es wird langsam knapp, ne? Ja, es wird halt immer knapper, muss man wohl sagen. Aber wie gehört, aufgeben ist halt keine Alternative für echte Arminia-Fans. Zumindest nicht.